Ich muss jetzt dann die Katzen schnell reinholen. Eine Stunde oder so gebe ich ihnen noch. Oder zwei. Naja, mal schauen. Ah ja, perfekt. Ups, nein, nicht. Ah, das ist die Raven, die steht schon die ganze Zeit da, aber jetzt ist sie quasi... Hey, Boss, how can I be of service? Haben Sie schon unsere Duschen ausprobiert? Leider nicht, nein. Wieso? Hatten Sie Probleme? Es ist irgendwie echt komisch, dass die dem im Deutschen so einen komischen Berliner Dialekt, also geschrieben zumindest, gegeben haben. Tja, es kommt kein Tropfen Wasser raus, weder heißes noch kaltes. Das ist ja allerhand. Aber hören Sie, Monsieur. Ich bin auch nur ein Hotelboy. Bei so Sachen können wir nur warten, bis der das. Ah! Ja, immer raus mit der Sprache. Nee, ich meine nur, das Problem hatten wir schon mal, wissen Sie? Mit dem Ventil im ersten Stock. Das hatte ich damals zu fest zugedreht, weil es geleckt hat. Aber nee, vergessen Sie das. Bei so Sachen ist es da das Beste zu warten, bis der das regelt. Das Ventil im ersten Stock war zu fest zugedreht. Da kommt wohl körperliche Arbeit auf uns zu, Zack. Okay, Horrordusche aktualisiert. Schauen wir mal. Also nehmen wir mit ihr auch mal noch kurz. Yoki. Sorry, aber das ist halt bis später. Ich bin gerade mitten in einem wichtigen Meeting. Psst, sag nichts Lautes. Aber der Hotelboy ist doch total süß, oder? So, so. Schauen wir uns mal die Informationen an, die wir hier kriegen, noch am Schalter. Hey, Bellboy. What's this balloon doing here? Oh, hey there, boss. That balloon belongs to the transportation service. Wer genau ist Zack? Zack sind im Grunde so ein bisschen wir, der Spieler, aber gleichzeitig so eine Art gespaltene Persönlichkeit. Im ersten Teil, der ja quasi Nachfolger vom zweiten Teil ist, wird dann letztendlich aufgedeckt, dass Zack im Grunde eigentlich die Originalpersönlichkeit von unserem FBI-Agenten ist, der sich allerdings als Kind, als seine Eltern umgebracht wurden, abgespalten hat im Grunde oder zurückgezogen hat und die Fantasiepersönlichkeit York hat übernommen die Kontrolle und den spielen wir im Grunde York und das Original Kind Zack ist quasi nur noch im Hintergrund ein zweites Ich, ein zweites Bewusstsein. Am Ende vom ersten Teil übernimmt dann aber York wieder die Kontrolle. Zack. Aber gut. The Transportation Service. Zack, we haven't seen a single taxi since we got to this town, have we? Well, of course not. You won't find a single limo or taxi driving around this town. What does the balloon call, then? That'd be Wyvern. Wyvern? That pushy entrepreneur? Right on the money, boss. Why are you helping her out? Me? Oh, I'm just in it for the... Kickback, Boss. Genau, Zack ist blond, der hat ganz weiße Haare. Das war jetzt gerade zum Beispiel, weil ich habe ja schon öfter gesagt, die deutsche Übersetzung erlaubt sich viel Spielraum. Und das hat jetzt gerade den Sinn ganz schön verändert. Weil im Englischen hat er einfach nur gesagt, why are you helping her out? Einfach nur gefragt, warum helfen sie ihr eigentlich? Im Deutschen stand da, warum helfen sie so jemanden auch noch? Das ist gleich viel negativer, was im Original überhaupt nicht irgendwie drin war, diese Abwertende. Das passt auch gar nicht zu York, dass der sowas sagen würde. Naja, okay. So, calling her from here costs more than calling her from somewhere else? Exactamundo! Although there are certain places that you can only get to from here. I see. Zack, it looks like we've run into yet another unique rural custom. Was passiert denn jetzt bitte? Was wird denn jetzt geladen?
Ja, aber das Japanische ist ja anscheinend auch Englisch. Englisch ist die Originalsprache. Glaube ich. Ich glaube, ich habe da nämlich schon im ersten Teil nachgesehen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe da schon beim ersten Teil gegoogelt. Während des Streams, glaube ich, auch. Und das war auch schon Englisch. Howdy, Yorkie. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich finde es jetzt gerade auch nicht. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall wollte ich überhaupt nicht jetzt hier rausgehen und mit dir reden, Mensch. Thanks for calling me. Wyvern, the new cutting-edge transportation service. We'll come to you wherever you are. Goodbye now. Hi, Melin. Naja, jetzt muss ich wieder reingehen. Okay. Nee, das ist nicht unser Auto. Das ist die Erfinderin von Uber, die da draußen steht. Nur, das ist in der Welt. Wyvern heißt. Aber sonst das Gleiche. So, Ventil im. Was hat er gesagt? Im ersten Stock, oder? Ob wir über den großen Spiegel dann irgendwann mal in die andere Welt können? Es hat sich so angehört. Nämlich, als wäre das so. Ah, hier ist das Ventil. Okay. Es geht eigentlich bis jetzt. Meistens geht's. Oft manche Ladezeiten, die vorher jetzt gerade war sehr lange. Aber es geht, finde ich. Ist mir jetzt nicht super negativ aufgefallen bis jetzt. Okay, so sollte es passen. Zur Sicherheit habe ich es ganz bis Anschlag aufgedreht. Mal geguckt, zumindest in den japanischen Trailern waren die Stimmen englisch. Ja, dann ist es ziemlich sicher wirklich englisch. Genau, dann können wir uns quasi auf die Synchronisation so ziemlich verlassen. Englisch ist die echte Sprache. Okay, dann werde ich jetzt den Anzug hier mal wechseln. Dann ziehen wir jetzt den Anzug mal an und den kann ich, glaube ich, in die Reinigung schicken, oder? Ja, $10, das geht ja. Und wir vermorfen mit dem Spiegel. Gut, überlebt. Aber duschen können wir jetzt trotzdem noch nicht. Weil wir erst noch mit dem Koch reden müssen. Jetzt ist die Frage, wann und wo treffe ich den Koch an? Der ist ja wahrscheinlich auch wieder nur zu einer bestimmten Uhrzeit. Wahrscheinlich im Speisesaal oder so. Ich sehe aber ehrlich gesagt immer nur den Klingeljungen da unten stehen. Den Bellboy oder wie der heißt. Und es kann ja immer nur einer von den dreien gleichzeitig existieren. Quasi. Logischerweise. That's what I'm talking about. Can't get fine eating like this at any of those diners out there. So make sure. Ich kenne das schon. Ich will eigentlich nur mit dir reden, David. Aber das geht nicht. Und jetzt ist er wieder weg. Wahrscheinlich muss ich wirklich zur richtigen Zeit hier sein. Aber rauchen darf ich hier ja auch nicht. Aber wisst ihr was? Da wir heute sowieso nicht mehr questen können, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen pennen. Und dann schauen wir einfach immer wieder mal kurz nach, ob er schon da ist, der Koch. Irgendwann muss er ja mal da oben sein. Das gibt's ja nicht.
Machen wir mal kurz einen Powernap. Würde ich sagen. Jetzt ist es 10 Uhr. Schauen wir mal um 12. Schauen wir mal um 12:30 nochmal. Bei dir ruckelt der Stream immer. Das ist doof. Und schade. Ich habe, also laut meinem Programm hier passt alles. Keine verlorenen Frames und so. Aber ich traue dem auch überhaupt nicht. Also schreibt mir ruhig, wenn euch Sachen auffallen. Dann kann man mal gucken, ob ich irgendwas... Aber ich wüsste auch gar nicht, was ich machen soll. Das Ventil, ich weiß sogar, wo das letzte Ventil ist. Aber bevor ich nicht mit dem Koch rede, kann ich nichts machen. Okay, hier ist keiner. Ah doch, da steht er. Yes. Hello there, miss. Glück gehabt. Need some? Na, was sagen Sie zu den Duschen? Hat richtig schön Druck, oder? Was das angeht, die Dusche in meinem Zimmer scheint kaputt zu sein. Bislang bin ich also noch nicht in den Genuss gekommen. Verstehe. Du weißt doch, ich bin Koch. Das ist absolut nicht mein Metier. Klar, Sie sind ein echter Profi. Aber einen Tipp. Wie das Problem zu beheben ist, hätte ich vielleicht für dich. Einen Tipp, und der wäre... Kann sein, dass mit dem Wasserventil beim Klo im Erdgeschoss was nicht stimmt. Würde mich nicht wundern, wenn dieser Nichtsnutz vom Hotelboy die Wartung verschlammt hat. Was? Die Wartung verschlammt hat? Na meinetwegen. Gedankenspiegel, hi und danke für die Bits. Ja. Hallo, danke. So. Verstehe. Und können Sie das in Ordnung bringen? Sorry, aber das wird nichts. Ich bin Profikoch. Außerhalb der Küche fasse ich nichts an. Und was schlagen Sie dann vor? Du bist doch der vom FBI. So ein Ventil reparieren ist, machst du doch mit links. Was man nicht alles für eine Dusche tut, versuchen wir uns als Klempner, Zack. Genau das machen wir jetzt. Weil dann ist die Quest, glaube ich, vielleicht abgeschlossen und wir können wirklich Hochdruck duschen. Und das ist wahrscheinlich cool, schätze ich mal. Ach, dammit. Falscher Knopf. So. Das war eine ganze Menge Ventile, Zack. Jedenfalls sollten jetzt alle offen sein. Problem gelöst. Für Zwischenfälle übernehme ich keine Garantie. Das ist schließlich eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Na, klingt doch gut. Sieh nur, Zack. Das nenne ich eine richtige Dusche. Ich schwöre, dass ich niemals etwas eine Dusche nennen werde, was nicht mindestens so viel Druck dahinter hat. Wir haben für diese Dusche einiges über uns ergehen lassen. Würde ich jetzt und hier ertrinken, ich würde als glücklicher Mann sterben. In der Dusche ertrinken, das... Ja, das ist ja nicht leicht. Aber einen FBI-Agenten als Klempner einzuspannen... Da haben sich unsere drei Vollprofis ja mächtig ins Zeug gelegt. Dass die nie vorhatten, einen Klempner zu rufen, ist dir sicherlich auch nicht entgangen. Dann mussten sie sich nur noch blöd stellen und warten, bis ich alles erledigt hatte. Faszinierendes Städtchen hier. Wirklich faszinierend. Meinst du nicht auch, Zack? Eine Glasperle, Zack. Vielleicht ist das hier der Dank für meinen Klempnerdienst. Ein entzückendes Kleinöd. Okay, eine der fünf Perlen. Eine der fünf Perlen. Okay. Diese ist dunkel wie die immerwährende Nacht. Keine Ahnung, aber cool. Nebenquest erledigt.
Na dann, aktuell haben wir jetzt noch... Finde mein Püppchen. Ja, genau. Finde das Püppchen. Da hieß es ja, ich soll einfach die Quests weitermachen, dann wird sich das ergeben. Und was ist das gleich nochmal? Reis besorgen. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung, woher wir Reis kriegen. Müssen wir vielleicht auch erstmal weiterspielen. Das heißt, wir schlafen jetzt am besten bis 5 Uhr morgens ungefähr und versuchen dann mal in die Anderswelt zu gehen. Das klingt gruselig. Sättigung. Ah ja, okay, genau, stimmt. Wir sind hungrig. Wir haben doch bestimmt noch was zu essen in unserem Etui, oder? Ein paar Lollis und ein Kaugummi. Hm. Ich meine, ich nehme jetzt mal den Lolli, weil wir verhungern gerade, aber wir müssen, glaube ich, echt noch irgendwie was essen. Ich frage mich, ob wir jetzt mitten in der Nacht was zu essen kriegen in der Küche. Ich werde es mal versuchen. Innen, in den Innenräumen bleibt ja die Zeit eh stehen. Es ist im Grunde eh wurscht, quasi. Ach, guck, dafür, dass es 4 Uhr morgens ist, ist ja ganz schön was los. Dann kriegen wir sicher auch was zu mampfen. That's what I'm talking about. You can't so mix. Wir werden schon langsam ziemlich pleite. Das Spiel ist teuer. Im ersten Teil wird man ganz schön mit Geld zugeschüttet, aber hier muss man echt ein bisschen aufpassen. Thanks, Mister. Next time you get a hankering for old-time Creole food, just stop on by. Okay. Ich schätze mal, draußen sind jetzt noch Monster unterwegs, ne? Diese roten Phantome und so weiter. Mal schauen, ob wir mit dem Skateboard gut vorankommen da draußen. Ich habe Angst ein bisschen. Vor allem hat doch der auch gesagt, dass Alligatoren nachts ihr Unwesen treiben und auf Menschen Jagd gehen. Die Stadt, die, also das ist schon hartes Pflaster da draußen. Abgestürzt? Glaub nicht wirklich. Das macht im Ladebildschirm manchmal komische Sachen. Oh ja, es ist ziemlich rot hier. Oh, da kommt schon irgendwas. Von Mitternacht bis 6 Uhr morgens. Ja, das haben wir schon gelesen. Was zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Das haben irgendwelche komischen Kerle mit Scheren und so. Weiterfahren. Wird schon gut gehen. Clock Tower. Ist das das Spiel, das auch so ein bisschen trashig aussieht? So ein Survival-Spiel, wo es irgendwie auch 3 verschiedene Geschichten gibt und auf einem Schiff spielt irgendwie eine Geschichte. Wenn das das ist, an das musste ich auf jeden Fall denken. Ich weiß aber nicht, ob das Clock Tower ist. Oder ob wir da an dasselbe denken.
Okay, ich hoffe, ich kann jetzt rauchen, obwohl neben mir gerade ein Gegner aus dem Boden kommt. Ja, ich denke schon. Und eine müssen wir nochmal rauchen. Ach, keine Cola trinken. Und dann passt's. Okay. Dann schauen wir uns mal den Leichenfundort an. Irgendwie, glaube ich zumindest. Müssen wir da runter? Sieht eigentlich nicht so aus, oder? Ah, doch. Fundort von Lisa Clarksons Leiche. Rote Samen! This is how it has to be. Rote Samen am Boden überall. So Why did the perpetrator decide to enshrine Lisa's body here? Remember this, Zack? Ach so, das war ein... Nee, dann meine ich was anderes. Das ist aber auch auf dem... das hat aber auch so einen Scherenkiller. Ziemlich ähnlich. Glock Tower NES 1995. Super NES, okay. Stone skipping. We did it all the time when we were kids. For some reason I could never beat you. But I feel like I've got what it takes to win now. What do you say? Shall we take a trip down memory lane? Sieht cool aus, dieses Clock Tower. Kommt jetzt ein Steinskip-Minispiel oder sowas? Ja, anscheinend. Mein Gott, der steht ja bis zur Taille im Wasser. Na, meinetwegen. Beim Steinhüpfen müssen Sie zunächst einen Stein auswählen. Wählen Sie mit Bedacht, denn jeder Stein hat seine eigenen besonderen Eigenschaften. Nach dem Wurf können Sie durch Drücken von A den Stein hüpfen lassen, wobei das richtige Timing entscheidend ist. Okay, es gibt mehrere Uferstellen, an denen Steinhüpfen gespielt werden kann. Finden Sie Ihre Lieblingsstelle. Okay. Und was ist, wenn ich jetzt sage, nein, ich will den nicht benutzen? Ah, der sieht sehr gut aus. Ja, den nehmen wir. Shreveport. Ah, oh, Mist. Aber ich glaube, ich verstehe jetzt, wie es funktioniert. Okay. Ah, hier kann man auch wieder coole Belohnungen freischalten. Okay. Ah, so. Not bad, Zack. That was just as fun as when we were kids. Hey, what's that? No wonder the word Mississippi means father of waters. It has the power to carry boats down the tiniest of tributaries. Wartet mal ganz kurz. Nee, meine ich nicht. Siren meine ich auch nicht. Ich habe leider keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das heißt. Wartet mal. Ich google mal, aber werde es wahrscheinlich nicht mal finden, weil ich weiß nicht mal, nach was ich suchen soll. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe es gefunden. Zumindest. Wartet mal. Zu
Zumindest sieht der Screenshot gerade verdächtig danach aus. Aber wie heißt das Spiel? Ich habe gerade ein YouTube-Video gefunden mit Szenen aus dem Spiel, aber da steht nirgends, wie das Spiel heißt, leider. Verdammt. Ah, ich glaube, es ist Nightcry. Genau. Wenn ihr bei Google mal Nightcry eingibt, sieht man auch gleich dieses Monster, dieses Scheren, diese Scherenkreatur. Und an die musste ich denken. Nightcry. Okay, alles klar. Stimmt, ich kann das Bild eigentlich auch machen. Wartet mal, das zeige ich euch im Stream. Moment. Moment. So, da ist es. An das musste ich denken bei den Gegnern gerade. Die sind ein bisschen dicker und roter, aber ansonsten kommen die schon hin, finde ich. Okay, wo waren wir stehen geblieben? It's one of the prime symbols of America's majesty and the vitality of the human race. Ach, Nightcry ist ein Clock Tower Ableger. Na schau, dann meinten wir doch irgendwie das Gleiche. Wenn auch nicht so wirklich, aber schon irgendwie. Now about that boat. Cool. What sort of cargo would give it such a deep draft? Haben wir zumindest an das Gleiche, an die gleiche Kreatur im Grunde gedacht. What else do you see, Zack? I saw it clearly, if only for a second. Das Libellensymbol. Ganz genau. This town never wants Warte to stop mal. Reminding us about the Clarksons. Da ist ein Totenkopf im Wasser. Ihr seht's auch, oder? Da ist ganz eindeutig ein Totenkopf-Symbol im Wasser. Wenn das mal nichts zu bedeuten hat, das ist so eindeutig. Da ist ein Schädel. Irgendwie. Das ist kein Zufall. Kann ich ins Wasser gehen? Nee, kann ich nicht. Naja. Ich will Steinhüpfen spielen. Genau, über Kickstarter finanziert wurde das Spiel und war irgendwie... Ja, ich meine, es hat seine Fangemeinde. Oh, okay, das ist nicht so leicht, wie ich dachte. Das war nicht so gut. Nochmal spielen. Okay, ich verstehe, glaube ich, schon langsam. Jetzt kommt der ultimative Superwurf. Oh nee, aber nicht mit dem Stein. Obwohl, ich versuch's mal mit dem Stein. Der dürfte sich zwar nicht so gut eignen, aber schauen wir mal. Oh, na gut. Der wäre gar nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Ich habe nur echt schlecht gedrückt. Wenigstens kriegt man da schneller Punkte zusammen wie beim Bowling. Naja, nehmen wir ruhig nochmal den Stein. Ah, Mann ey. Das ist gar nicht so leicht. Sonnencreme. Nochmal spielen. Oh, interessant. Interessanter Stein. Oh, das war hinten raus gar nicht schlecht. Neuer Rekord. Zumindest wenn es um Sprünge geht. Okay, bis dann, Metatron. Okay, jetzt passt auf. Ah. Yeah! Da hat irgendwie eine Fanfare gespielt. Ich glaube, das war gar nicht schlecht.
eine Echsenhaut. Hey, 3000 Punkte, dann kriege ich eine magische Puppe für meinen Altar. Voll gut, wir haben jetzt schon über 1000. Das machen wir schnell, oder? Dauert überhaupt nicht so lange. Und wenn ich mich noch so schlecht anstelle. Was ich nicht vorhabe. Oh yeah. Normale Zigaretten. Was passiert wohl, wenn... Meint ihr, man kann bis ans andere Ufer kommen? Dose Rootbier. Ich habe den Bronze-Rang geschafft. Silber-Rang. Gold-Rang. Ohne Witz, das, was ich gerade gemacht habe, ist das Äquivalent zu einem perfekten Spiel in dem Bowling-Minispiel. What? Spindy. Das ist vom Schwierigkeitsgrad her ungefähr überhaupt nicht vergleichbar. Naja, machen wir noch ein bisschen weiter. Wie viel braucht ich? 2800. Da müsste es nach dem jetzt passen. Auch wenn der nicht sehr gut war, aber gut. Gut genug. Dürfte er gewesen sein. Ha, doch nicht. Wie viel brauchte ich denn dann? Mach einfach weiter, bis wir die nächste Belohnung kriegen. Aha. Magische Puppe 3000 waren es doch. Na gut. Cool, dann hören wir erstmal auf mit Stone Skippen. Aber nett, dass es so viele nette Minispiele in dem Spiel gibt. So Spiele-Mini-Viele in dem Spett. Spickt.